Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch diesen Christmas Look und zwar ist das ja das letzte Video vor Weihnachten, Samstag, mein obligatorisches Samstagsvideo und ich habe mir diesen Look für euch ausgedacht mit einem Lidschatten, den ich schon über ein Jahr in meiner Schublade hatte und der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und zwar Illusoire 83 von Chanel, ein cremiger Lidschatten und ein Glitter-Pailletten, der ist allerdings neu von Sephora, kostet 5 Euro noch was. Sind toll, diese Glitter-Lidschatten sind wirklich, die haben was. Es ist nicht so Pailletten, dass da so Pailletten drauf liegen, sondern es ist ein pudriger Lidschatten. Ich kriege das jetzt nicht auf. Ihr werdet es gleich sehen. Bis gleich. So, dann starte ich mal mit dem Look. Ich habe eine Mineral-Foundation heute mal aufgetragen. Bei Minerals. Und ich habe mir jetzt auch die Augenbrauen schon so ein klein wenig nachgezogen. Und jetzt kommt der Primer zum Einsatz, einen Eyelid Primer. Ja, also ohne Eyelid Primer geht nichts. Und ich hatte den von Sephora. Ich habe auch schon zig andere probiert. Und jetzt habe ich hier den von Dalton. Das ist so ein kleines Tübchen. Das ist so ein, den hatte ich schon mal vorgestellt, so ein leicht goldener. Und der, das seht ihr vielleicht auch, der legt sich so schön in die Fältchen, der liftet auch so ein bisschen. Diesen Primer, den kann man auftragen, also solo oder als Base, Concealer. Concealer muss irgendwie sein, momentan. Das ist der, falls ihr euch fragen solltet, welcher Concealer das ist der Concealer von Age Perfect in der Farbe 01. Also ich kenne jetzt noch niemanden, der geschrieben hat oder auch so, der mir das gesagt hat, dass dieser Concealer sich absetzt. Der setzt sich wirklich nicht ab. Diesen staubt ein bisschen. Das trage ich jetzt ganz großzügig auf das Augenlid bis unter den Bogen. Somit hat man prima Base. Ich habe von Sephora einen Pailletten-Glitter-Lidschatten. Das ist so ein, weiß ich nicht, ist das ein Roségold? Die haben ja immer nur Nummern, also keine Namen. Und den gebe ich mir jetzt mit so einem Smooch-Pinsel, von Bobbi Brown ist der, gebe ich mir den, oh ja, der hat ganz schön Glitter. Aber nicht auf das gesamte Lid, sondern so halb. Hat man in den 80ern schon mal so, ne? So halb geschminkt. Aber der wurde nicht verblendet. Da hatte man dann diesen krassen Schnitt. Heute ist ja Verblenden das A und O, was auch gut ist. Aber jede Zeit hat ihre Trends. Das ist ein altes Lieblingsstück von Chanel, Illusoire 83. Das ist so ein, ja, das ist eine Farbe, die Illusoire. Das ist lila, das ist gräulich, das ist eine undefinierbare Farbe. Dazu nehme ich jetzt einen flachen Pinsel, das ist der von Zoeva, Nummer, okay, ich schreibe es auf, 233 und den feuchte ich allerdings ein bisschen an. Das ist Synthetica und das Produkt ist ja cremig, also feuchte ich den an mit etwas Rosenwasser. Ich hoffe, dass der noch nicht zu trocken ist. Ich probiere das jetzt mit euch hier aus und ja, es geht wunderbar. Prima. Ganz vorsichtig. Wenn ihr Angst habt, ne, dass ihr hier über den Rand, dann nehmt einfach ein Tübchen. Okay, hier sind jetzt die Haare. Tübchen hilft immer ganz gut. So. Okay. Jetzt gehe ich in die Lidfalte hier rein. Mit der flachen, diesen flacher Pinsel, ne? Um das ein bisschen zu verstärken, aber nur mit dem Restfarbe.
So. Das ist praktisch eine Kombination aus Illusoire und diesem tollen Glitter. Glitter-Lidschatten. Jetzt nehme ich einen Verblenderpinsel. Ich nehme den jetzt von MAC. Und der ist irgendwie, dieser neue S, der ist irgendwie ziemlich hart. Tut mir leid, der funktioniert nicht. Ich nehme jetzt von Sueva einen. Der ist weicher. Ich bin mit dem, ehrlich gesagt, mit diesem Superpinsel von MAC, dem Verblenderpinsel, also diesem neuen S, nicht so happy. Die von Sueva, die Verblenderpinsel hier, den ich da habe, welche Nummer hat der? Ich muss meine Augen, Leute, 203 oder 303, ich schreibe es auf. Der ist ganz toll. So. Ich versuche immer wieder mein Glück mit diesem Pinsel und irgendwie, ich weiß ja nicht, vielleicht habe ich auch einen Blöden erwischt. Ich habe den gekauft, als er relativ neu rauskam. So. Jetzt nehme ich nochmal aus der Palette einen matten Ton. Und zwar den. Ein Q-Tip. Man kann den Pinsel nehmen, auch mit einem Q-Tip ist eigentlich auch ganz schön. Ich mache das ganz gerne mit einem Q-Tip. Und gebe mir diese matte Farbe. Hier so in den Winkel. Dass es ein bisschen dunkler wird. Und ziehe mir den so ganz soft, nicht ganz in den Winkel und hier unten mit dem Rest. Ich habe also keine neue Farbe aufgenommen, mit dem Rest gehe ich jetzt am unteren Wimpernrand entlang. Ja, mit den Schlupfliedern ist das immer so eine Geschichte, ne? Das kann nicht so einfach sich da, man sagt ja immer, dass man, wenn man älter ist, oder wird gesagt, ich weiß nicht, wer sowas in die Welt setzt, dass man jetzt nicht unbedingt Glitzer tragen soll. Gut, es ist schwierig bei Schlupfliedern, aber ein bisschen Glitter kann man schon nehmen. So, die saubere Seite. Jetzt ziehe ich mal ein bisschen ausblenden hier. Die Glitzerpartikelchen, die auf dem Pinsel jetzt sind, die lassen sich auch hier oben nieder, ein klein wenig. So. Jetzt nehme ich einen ganz, 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 wo habe ich ihn? Weichen Kajalstift und gehe auf die Wasserlinie. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch hier im Inneren, also nicht auf dem Lid, im Inneren, so ein wenig, um da ein bisschen mehr Tiefe reinzubekommen. Die Mascara, die Super Long Lashes, Claudia Schiffer. Die macht es wirklich, die macht einen ganz guten Job. Ja. So, jetzt kommen wir zum Rouge. Ich habe hier ein neues Rouge von BH Cosmetics. Da gibt es 4 Stück von Floral Blush heißen die. Und ich habe, das ist, gibt so 2 Pinktöne und dann noch so einen kräftigeren. Und das ist ein, ja, das sind 2 Töne miteinander. Ich kann sie nicht beschreiben. Ich wüsste nicht, wie ich sie nennen sollte. Die haben auch keinen, ich glaube, die haben auch keinen Namen. Aber ich kann das gerne in die Infobox schreiben. Kostet so 7,95 €, gab es bei DM, also BH Cosmetics. Und würde also einen sehr schönen Glow auf das Gesicht zaubern. Staubt erstmal, probieren wir es mal aus. Oh, 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 oh. Es geht ja gleich zur Sache hier. Wow. Okay. Na, ist ja ganz schön. Eieiei. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass da gleich
So viel raus. Also das ist ja sehr, sehr intensiv. Gut. Nun denn. Für Highlighter verzichte ich jetzt. Der Fokus liegt ja mehr auf den Augen, weil die sind relativ dunkel geschminkt. Also stark. Deshalb wären die Lippen jetzt nicht so wow, bombastisch. Für mich. Es ist meine Meinung. Ich nehme jetzt einfach meinen nudefarbenen Lip Liner. Der ist hier... Den habe ich auch schon länger, Make-up Forever 1C. Und passt von der Farbe super zum Rouge. Diese Lip Liner, die meisten Lip Liner sind richtig, die sind hart. Also den ultimativen habe ich noch nicht gefunden. Es soll so tolle von Rimmel geben, aber die gibt es ja bei uns nicht. Die gibt es in England. Naja, so, also, die Lippen, und jetzt kommt mein Weihnachtslieblings-Rouge-Coco-Lipgloss, die 106, und den mache ich jetzt hier rüber, So. Schön. Das ist jetzt der Look. Also, mir gefällt's. Mit diesen beiden Lidschatten geschminkt hier. Einmal Illusoire Chanel und einmal so Glitterpailletten von Sephora. Die kosten, die sind sehr preiswert. Ich glaube 5,95 € oder so. Der ist natürlich teurer. Den gibt es nicht mehr. Aber es gibt so viele Paletten. Die haben ja alle jetzt diese lila Töne und Rottöne und Grüntöne, die so schimmern. Und ich habe mir gedacht, ich habe das. Warum soll ich mir jetzt da so eine Palette kaufen, um so einen lila schimmernden Lidschatten mir zu kaufen? Ich habe ja den. Schaut mal nach. Schaut mal in euren Kosmetikutensilien. Ich bin mir sicher, ihr findet was. Ihr findet Produkte, die ihr länger nicht benutzt habt. Und dann könnt ihr euch ja selbst so einen Look, so ein Augen-Make-up, so einen Look zusammenstellen, selbst kreieren. Da habe ich heute Morgen auch gemacht. Ich dachte, okay, was nimmst du jetzt? Nehme ich jetzt nur die Palette? Fand ich ein bisschen langweilig. Die Palette ist schön, keine Frage. Aber ich wollte jetzt nicht so ein ganz goldenes Make-up machen. Also Augen-Make-up. Und diese Farbe, die mag ich ja sowieso. Und dann dachte ich, der ist ein bisschen eingetrocknet, sieht der aus. Aber das Rosenwasser hat es gerettet. Rosenwasser auf dem Pinsel. Tja, ihr Lieben, es ist jetzt, was ist denn heute? Samstag, ne? Also wenn ich das Video reinstelle, ist Samstag vor Weihnachten. Ich hoffe, dass ihr alle eure Einkäufe erledigt habt. Den Baum schon gekauft habt. Manche haben auch den Baum schon geschmückt. Also ich habe den Baum immer am 24. geschmückt. Weiß ich nicht, vielleicht ist das ja irgendwie so verschieden in den Regionen. Glaube ich, die Amis haben den ganzen Dezember geschmückt, den Baum. Also Baum geschmückt. Plätzchen habt ihr schon gebacken, eingekauft. Ja, Geschenke alle schon besorgt. Ich möchte mich also in diesem Sinne verabschieden vor Weihnachten und wünsche euch ein wirklich zauberhaftes, fabelhaftes Weihnachtsfest mit euren Lieben. Und das Wort Stress möchte ich jetzt nicht benutzen. Entspannt einfach. Und wenn ihr merkt, okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen brenzlig, weil es Situationen gibt, wenn viele Menschen, die sich vielleicht länger nicht gesehen haben, aufeinander treffen, dann verlasst einfach den Raum. Atmet tief durch und kommt dann wieder rein mit neuer Kraft. Das ist so ein... Ja, das ist eine Möglichkeit. Ne? Also wenn man merkt, es bahnt sich irgendwie was an, geht einfach weg und kommt dann irgendwann wieder. Und dann hat sich schon alles entschärft. Ist oft so. Ja, also ich wünsche euch Merry, Merry Christmas oder frohe Weihnachten oder Feliz Navidad oder was man alles so sagt. Alle Jahre wieder kommt es wieder, dieses Weihnachtsfest. Und wir sehen uns zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Silvester, werde ich mit Sicherheit ein Video reinstellen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich wollte mich auch mal ein bisschen ausruhen, mal sehen. Aber
Ich denke schon, irgendwie ein Video werde ich für euch reinstellen. Ich möchte mich nochmals bedanken fürs Zuschauen. Es war schön, dass ihr wie immer dabei wart. Und ja, ich schicke euch ganz, ganz viel Liebe und Gesundheit. Und bis bald.